So, ihr Lieben, da bin ich wieder. Euer Astro ist wieder da. Hey! Nach einer längeren Pause, nicht ganz unfreiwillig, ich hatte durchaus vor, eine Auszeit zu nehmen, mich zu sortieren, einfach auch mal was anderes zu machen als Star Citizen. Und dann kam auch noch ein Fahrradunfall dazwischen. Einige von euch haben vielleicht das YouTube-Short dazu gesehen, wo ich euch kurz über den Umstand informiert habe und dass ich zukünftig, ich habe mir jetzt einen ganz tollen Fahrrad, ich habe schon immer Fahrradhelm getragen, aber bisher so eine, ja, nicht teure Variante. Und dementsprechend war mein Gesicht nicht wirklich geschützt und ja, mehrfacher Jochbeinbruch und der Knochen zum Auge hoch war gebrochen und so weiter, war nicht schön. Mein Sprechwerkzeug, also sprich mein Mund auf der rechten Seite, ist immer noch angeschlagen nach der OP, nach dem Richten und Zusammenfügen des Jochbeins. Das ist immer noch ein bisschen taub. Nichtsdestotrotz, die Heilung verläuft soweit ganz gut und ich möchte jetzt auch die Videos nutzen, um mich wieder ein bisschen im Sprechen zu üben. Ich hoffe, dass die Sprechqualität nicht allzu sehr beeinträchtigt wird. Ich habe gestern schon mal eine Stunde lang eingesprochen und da ist mir aufgefallen, dass ja, einige Konsonanten hier und da nicht so richtig gut rüberkommen. Da gibt es definitiv noch Trainingsbedarf, aber das kommt jetzt in den nächsten Wochen. Ja, was machen wir heute? Wir schauen uns einfach für mich auch zum Warmwerden das Inside Star Citizen der vergangene Woche an. Das habt ihr euch wahrscheinlich schon bei all den vielen tollen Creatoren der Star Citizen Landschaft angeschaut. Ich hatte es mir noch nicht angeschaut und ich habe beschlossen, ein Voice-Over zu machen, also das wirklich eins zu eins zu übersetzen und den Wortlaut wiederzugeben. Und der Jared Huckabee, der lässt ein paar Keywords fallen und da gehe ich dann nochmal näher drauf ein. Und in diesem Zusammenhang lernen wir Virginia O'Hanlon kennen und wir schauen ganz kurz drauf, was Rastar ist und was Claudius ist. Beides haben wir bereits in der Vergangenheit kennengelernt, auch hier auf meinem Kanal. Aber ich nehme das zum Anlass, noch einmal das zu erklären, wenn ihr das vielleicht auch übersehen, überhört habt, worum es dort geht. Ja, im Anschluss an das Voice-Over und die Zusatzerklärungen gehen wir dann noch in ein Käffchen über. Da werde ich euch noch mal ein bisschen mehr erzählen über mich. Was ist die letzten Wochen und Monate passiert? Was hat mich beschäftigt? Ich war ja zuletzt sehr, sehr wütend auf CRG, auf die Entwicklung. Wütend, frustriert, war auch durchaus kurz davor, alles hinzuschmeißen und die Hintergründe dazu, warum das so gekommen ist und wie es jetzt weitergeht über mein Treffen mit meiner Tippi-Community, da möchte ich euch drüber erzählen im Rahmen eines Käffchens. Und dann habe ich auch nochmal mir das Thema des Kaufes von der Firma Turbulent durch CRG hier zurechtgelegt. Da werde ich nochmal kurz ein paar Sätze drüber verlieren und die Master Modes, das ist ja tatsächlich ein Thema, was mich erstaunt, mit welchem emotionalen Input und mit welcher Intensität das schon auf Spektrum und den Social Media Kanälen diskutiert wird oder auch gehasst wird, obwohl diese Master Modes ja noch gar nicht mal veröffentlicht sind. Und ja, da möchte ich auch noch mal kurz ein paar Gedanken zu loswerden. In diesem Sinne, das wird sicherlich wieder ein etwas längeres Video. Ich hoffe, ihr habt ein Kalt- oder Warmgetränk eurer Wahl am Start und dann wünsche ich euch jetzt mit diesem Video und diesem Comeback von mir dann viel Freude und interessante Unterhaltung.
Welcome everyone to another. Willkommen zu einer weiteren Folge von Inside Star Citizen, startet Jared in unserem wöchentlichen Blick hinter die Kulissen der Entwicklung von dem, was meine Mutter das Videospiel, das Jared macht, nennt, wenn sie es ihren Freunden erzählt. Es ist das dritte Quartal und wenn ihr diese Sendung schon eine Weile in irgendeiner Form verfolgt, wisst ihr, dass der Weg zur CitizenCon ein sehr interessanter für unsere wöchentlichen Videoinhalte ist, da wir geschickt all die heißen Themen vermeiden, die für die große, jetzt zweitägige Veranstaltung aufgespart werden und diese Herausforderung als Gelegenheit nutzen, um Aspekte unserer Entwicklung zu erkunden, die sonst vielleicht nie eine Chance bekommen würden, zu glänzen. In diesem Quartal haben wir die Gelegenheit, einen Blick darauf zu werfen, wie Rastar verwendet wird, um bestehende UGFs in Alpha 320 neu zu mastern, uns ein wenig mit dem Rennsport zu beschäftigen und ein neues Schiff zu erkunden, von dem die Leser des Jumppoint-Magazins in unseren Social-Media-Kanälen wahrscheinlich schon wissen, dass es auf dem Weg ist. Ein Update von Claudius, das jetzt verwendet wird, um noch mehr immersive Umgebungen zu erschaffen, die auf euch zukommen. Und dann eine Runde durch die gesamte VFX-Abteilung, um zu sehen, was die vorhaben. Yes, Virginia, it's true. There will be fire, schließt Jared seine Aufzählung ab. Ja, Virginia, es ist wahr, es wird brennen. Hier verwendet Jared eine in den USA bekannte Redewendung, die entstanden ist aus einem anderen Kontext. Und zwar veröffentlichte am 21. September 1897 die New York Sun einen Brief, der zum meistgelesenen Brief an eine Zeitung wurde. Er wurde von der 8-jährigen Virginia O'Hanlon geschrieben und abgeschickt, die mit ihren Eltern in Manhattan lebte. Sie schrieb wie folgt: Liebe Redaktion, ich bin 8 Jahre alt. Einige meiner kleinen Freunde sagen, dass es keinen Weihnachtsmann gibt. Papa sagt, wenn du es in der Sun siehst, ist es so. Bitte, sagt mir die Wahrheit. Gibt es einen Weihnachtsmann? Unterschrieben von Virginia O'Hanlon, 115 West 95th Street. Der Redakteur der Sun, Francis Farcellus Church, befasste sich schließlich mit der Einsendung der kleinen Virginia. Churchs Antwort war 416 Wörter lang und wurde am 21. September 1897 veröffentlicht. Seine Antwort enthielt diesen Satz, der den Leitartikel in die Geschichte eingehen ließ. Yes, Virginia, there is a Santa Claus. Ja, Virginia, es gibt einen Weihnachtsmann. Was Church tat, war also sehr geschickt. Die Hoffnung eines Kindes aufrechtzuerhalten und ihm gleichzeitig Ideale zu vermitteln, die auch für Erwachsene wertvoll sind. Er verneint in seinem Artikel nicht die Wissenschaft, aber lässt dennoch Platz für Mystik, Glauben und Hoffnung. Der Artikel des erfahrenen Journalisten Francis Farcellus Church ist seitdem das am häufigsten nachgedruckte Werk der Geschichte der Zeitungsredaktionen, die ganz oder teilweise in Dutzenden von Sprachen, in Büchern, Filmen und anderen Leitartikeln sowie auf Plakaten und Briefmarken erschienen ist. Basierend auf diesem Artikel gab es auch im Verlauf der nächsten 100 Jahre Fernsehsendungen, Filme und sogar ein Musical. Der Satz Ja, Virginia, es gibt, wird seitdem häufig verwendet, um zu betonen, dass, wie zuvor erklärt, Fantasie und Mythen wichtig sind und spirituell, wenn nicht sogar buchstäblich wahr sein können. Etwas abgewandelt wird es auch verwendet, wenn etwas eigentlich zuvor nicht möglich geglaubtes doch wahr wird. So titelte Investor Eric Gordon seinen Artikel zur 2023 nicht möglich geglaubten Aktienrallye: Yes, Virginia, this is a bull market. Oder als die Sorge einer Sekretärin schriftlich an eine Universität geäußert wurde, dass Computer ihren Job zukünftig ersetzen könnten, titelte Professor Barr von der University of Wisconsin: Yes, Virginia, there will be always administrators. Ja, Virginia, es wird immer Schreibkräfte geben. Wenn Jared hier also sagt, Yes, Virginia, there will be fire, meint er damit, dass es trotz allen Widerspruchs, nämlich, dass es ja eigentlich gar keine spannenden Themen in den Wochen bis zur CitizenCon geben könnte, dennoch sehr spannende Themen geben wird in den Inside Star Citizens des uns vor uns liegenden Quartals, obwohl, wie gesagt, die brandheißen Themen natürlich erst
uns zur CitizenCon präsentiert werden sollen. Und einige dieser Themen, die wir in den kommenden Wochen kennenlernen dürfen, beziehungsweise von deren Entwicklungsstand wir in Kenntnis gesetzt werden, sind Rastar und Claudius. Und beides haben wir zu den CitizenCon Panels 2951, also im Jahr 2021, kennengelernt. Rastar befand sich 2021 dabei noch in Entwicklung. Es handelt sich dabei um ein Werkzeug für die Erstellung und Ergänzung von planetaren Orten. Während vor Rastar jedes Haus, jede Spiellocation von Hand mühsam ins Spiel geladen, eingefügt und jeweils ein individueller Datensatz aktiviert werden musste, basiert Rastar auf den heute üblichen Object-Containern und automatisiert so viele Arbeitsschritte beim Einfügen von Gameplay-Locations. Es ist ein modulares System und wird dementsprechend für Außenposten, Absturzstellen und vielleicht auch später weitere Siedlungen, Dörfer, Städte und vieles mehr verwendet. Mit Rastar kann in wenigen Minuten ein Ort erstellt und in die Spielumgebung eingefügt werden. Und für uns Spieler und Pionierbesitzer auch ganz wichtig, Rastar macht es überhaupt erst möglich, dass wir später mit diesem Konstruktionsschiff, mit der Pioneer, eigene Basen bauen können werden. Heißer Scheiß also. Und ich bin sehr gespannt auf den Entwicklungsstand von Rastar und seine Einsatzmöglichkeiten. Das außerdem von Jared erwähnte Claudius haben wir ebenfalls vorgestellt bekommen zur CitizenCon 2951 im Panel mit dem Titel The Sounds of Space. Dieses Video habe ich euch tatsächlich auch übersetzt und wer sich das nochmal in Gänze anschauen möchte, der findet das auf meinem Kanal oder ihr klickt gleich hier auf den Link rechts oben eingeblendet. Aber zusammengefasst und in aller Kürze, was war Claudius oder was ist Claudius eigentlich noch einmal? Claudius ist eine Mischung aus einem Code, der in Echtzeit Audiodaten aus der Engine oder aus den Datenbanken abruft und ist gleichzeitig ein visuelles Skriptlogik-Tool, mit dem die Audiodesigner vergleichsweise einfach ihre Sounds ganz am Ende des Projekts ins Spiel implementieren können, wenn alle Elemente in der Engine vorhanden sind. Wie ihr euch vorstellen könnt, ist die Einsatzmöglichkeit eines einzelnen Tons oder vielleicht einer Handvoll Töne in einer riesigen Welt wie Star Citizen quasi unendlich groß. Und Claudius hilft dabei, diese unendlich großen Einsatzmöglichkeiten zu sortieren und überhaupt zum Einsatz bringen zu können. Und dabei werden Spieldaten abgerufen, wie zum Beispiel die Geschwindigkeit eines Assets, Beschleunigung, Gewicht eines Raumschiffs oder herrschender Luftdruck, Raumgröße oder auch die Anzahl der Kugeln in einem Magazin. Und auf Basis dieser Informationen wird ein bestimmter zugrunde liegender Ton verändert, abgespielt oder auch transformiert, das heißt mit anderen Tönen multipliziert, addiert, kombiniert und so weiter. Und das passiert alles vollautomatisch. Claudius hilft also dabei, Sounds zu mischen. Außerdem werden automatisch Grenzwerte ermittelt und davon abhängig Sounds ausgewählt und gemischt, in einem Kampf zum Beispiel. Da entstehen so viele Geräusche um einen herum, dass das alles zu einem undifferenzierten Brei verkommen kann, denn nicht alle von uns sitzen vor einer Dolby Surround 10.5 Anlage oder was es heutzutage alles gibt. Es gibt auch Leute, die spielen einfach Stereo oder, so wie ich, Mono. Und dann wird es sehr schnell sehr schwierig, überhaupt noch differenzierte Geräusche oder auch bestimmte Audiosignale, Gesprächsfetzen, Informationen herauszuhören, herauszufiltern. Und Claudius ermittelt entfernungsbasierte Grenzwerte und mischt entfernte Geräusche eines zum Beispiel Kampfes zu einer einzigen Geräuschquelle auf einem einzigen Kanal. Und diese Szene spielt dann trotz des Kampfgetümmels mit den unendlich vielen Audioquellen nur wenige Quellen ab, aber ohne die am weitesten entfernten Quellen oder die weiter entfernten Quellen zu ignorieren. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Ihr steht in einem Wald.
Dieser Wald auf Hurston, ich weiß gar nicht, gibt es da jetzt noch Wälder? Also auf jeden Fall, ihr steht irgendwo in einem Wald. Der Wald enthält 100 Bäume. Und somit, wenn der Wind durch die Bäume weht, 100 mögliche Tonquellen. Der Audiodesigner hat jetzt die Möglichkeit, die Anzahl der aktiven Quellen in diesem Wald auf 5 zu begrenzen. Die 5 dem Spieler nächstgelegenen Bäume spielen also jeweils ein Windgeräusch ab. Die restlichen 95 Audioquellen, die werden zu einer einzigen Geräuschlandschaft in einem Kanal zusammengefasst. Es werden am Ende also nur 6 unabhängige Schallquellen wiedergegeben und wir können nahegelegene Quellen identifizieren, ohne die am weitesten entfernten oder die weiteren entfernten zu ignorieren. Die Idee des Teams ist es also, möglichst vielen Objekten einen Klang zu verleihen und trotz lauter oder vielfältiger Audioumgebungen trotzdem die relevanten Geräusche zu transportieren an den Spieler, an die Spieler. Claudius erhöht außerdem meinen vorliegenden Informationen nach die Performance. Das kann ich jetzt nicht technisch begründen, warum und wie. Das wurde nur so entsprechend erwähnt. Es ermöglicht ein besseres Bugfixing hinsichtlich der Audiogenerierung. Und dadurch, dass Claudius eben eigenständig Töne abspielt, wie zuvor erwähnt, also nach dem Ursache-Wirkungsprinzip arbeitet, entlastet es eben auch die Sounddesigner, die jetzt nicht mehr während der Erstellung einer Szene, eines Elements, wie auch immer, ständig vor Ort sein müssen und beurteilen, welches Geräusch wird abgespielt und wie könnte es sich verändern, denn das alles übernimmt Claudius. Sie können sich jetzt mit ihrer ureigensten Aufgabe beschäftigen, nämlich Sounds zu erstellen, zu designen und dann nur zu bestimmen, wo sie abgespielt werden. Also zum Beispiel, welches Maschinengeräusch bei welchem Raumschiff zum Einsatz kommt. Und die Transformation dieses Geräusches, das übernimmt dann Claudius. Ja, und über Claudius werden wir noch ein wenig mehr erfahren. Ich hoffe es jedenfalls, dass wir mehr erfahren als das, was wir 2951 im Jahr 2021 zur CitizenCon 2951 kennengelernt haben. Dass wir also da noch ein bisschen mehr erfahren werden. Ich bin sehr gespannt, was die Entwickler von CRG mit ihren Tools Rastar und Claudius noch alles ermöglichen können und werden. So. Nach diesem kleinen Exkurs, nach diesem kleinen Ausflug, kommen wir zurück zu Jared, der uns erzählt, dass wir all dies und noch viel mehr auf unserer Reise zu den großen 2 CitizenCon-Tagen im Oktober kennenlernen dürfen. Aber diese Woche ist es an der Zeit, mit Thorsten und Jacob vom EU-PU-Feature-Team über den Prototyping-Prozess zu sprechen, also von dem europäischen Persistent Universe-Feature-Team. Und zwar darüber, wie sie Design- und Programmierimplementierungen in den frühesten Stadien testen und was das mit dem Munching, mit dem Mampfen zu tun hat, einer der wichtigen Komponenten des Salvaging, und mit Jareds nächtlicher Routine 20 Minuten vor dem Einschlafen. And my nightly routine just 20 minutes before I go to sleep. Thorsten, Jacob, wie geht es euch, Leute? Es geht gut? Mir geht es gut, danke. In Ordnung, wir sprechen hier also über den Prototyping-Prozess. Bevor wir uns damit beschäftigen, gebt mir mal die Top-Level, die umschreibende Antwort darauf, was eigentlich ein Prototyp ist und warum wir damit arbeiten. Ein Prototyp kann im Grunde mehrere Facetten in der Spieleentwicklung haben und für uns geht es dabei immer um das Gameplay und in diesem speziellen Fall um die technischen Probleme, die wir möglicherweise lösen müssen. Dafür verwenden wir immer Prototypen. Und das Testen dieser Prototypen ist ein entscheidender Teil der Spielentwicklung, bei dem es hauptsächlich darum geht, Theorien zu beweisen, ob die Theorie stimmt, ob das Gameplay Spaß macht, ob es technisch funktioniert. Und das ist im Grunde der Zweck eines Prototyps. Möchtest du etwas hinzufügen, Jacob? Aus der Entwicklungsperspektive neigen wir dazu, die Vision des Designers für das Gameplay zu übernehmen. Und dann müssen wir herausfinden, wie wir das im Spiel erreichen können. Und genau das ist zu Beginn meist unklar.
Dann müssen wir ein paar Dinge ausprobieren und sehen, welche technischen Hürden vor uns liegen könnten, die wir für die gesamte Entwicklung dann berücksichtigen müssen. In der Sendung dieser Woche, der ersten von drei Sendungen im Quartal, in dem wir die Dinge ein wenig anders anfassen, werden wir uns ein Feature im absolut frühesten Stadium ansehen, früher als wir jemals ein Feature gezeigt haben, die Prototypphase. Das, was wir euch gleich zeigen werden, wird nicht gut aussehen. Es wird nicht hübsch aussehen und es wird seltsam poppig und buggy sein. Wir warnen euch also nur vor, bevor ihr das Material nehmt und in eure YouTube-Videos einbaut. Was ist der Prototyp, den wir uns jetzt ansehen werden, Jacob? Wir werden uns den Prototyp für Munching, die nächste Stufe von Salvage, ansehen. Die Idee ist, dass wir eine Möglichkeit brauchen, ein größeres Schiff zu zerlegen und in kleine Stücke zu zerbrechen, sodass man es dann mit seinen Salvage-Schiffen aufsammeln kann, um daraus Material zu gewinnen, das man später verkaufen kann. Aber wir werden uns nur die Phase des Zerlegens eines Schiffes ansehen. Das ist das, was wir hier als Prototyp entwickeln. Gut, ich habe es hier in die Queue gestellt. Sehen wir uns das mal an. Das ist also offensichtlich eine Vulture, die sich einer Gladius nähert. Ja, also mit dem Prototyp haben wir einen neuen Munching-Modus, Submodus, zum Salvage hinzugefügt. Die ganzen Scraping-UIs sind verschwunden und wir beschränken uns auf das, was wir für diesen Prototyp brauchen, nämlich eine Möglichkeit, ein Schiff zu zerlegen, was im Moment genauso aussehen wird, als ob man es mit seinen Kanonen in die Luft jagen würde. Aber in Zukunft würde das dann ganz anders aussehen. Was passiert hier eigentlich? Ich sehe, wie sich die Leiste hier auf der linken Seite des Schiffs-UIs füllt. Ja, das ist der Platzhalter für das eigentliche Gameplay, das hier stattfinden würde. Das Design wird ein gewisses tatsächliches Gameplay haben, was man als Spieler tun muss, um das Schiff auseinanderzunehmen. Aber wir haben diesen kleinen Platzhalter eingebaut, der im Grunde nur ein Timer ist. Ein Fortschrittsbalken, der darauf basiert, wie groß das Ziel ist. Und das ist eigentlich Absicht, denn die Fragen, die wir in diesem Prototyp stellen, sind eher technischer Natur. Das bedeutet, dass wir uns nicht auf den Gameplay-Aspekt konzentrieren sollten. Wir sollten also das Gameplay so minimal oder so einfach wie möglich halten, damit wir uns auf die technischen Aspekte des Prototyps konzentrieren können. Okay, wir haben also gesehen, dass es in ein paar, ihr wisst schon, was wie normaler Schrott aussieht, zerlegt wurde. Aber jetzt müssen wir es in kleinere, zerkleinerbare Teile zerlegen. Also gehen wir zurück zum Video. Das Zerlegen in normale Schrottteile ist also etwas, das ihr schon einmal gesehen habt. Aber wenn wir dieses größere Teil haben, zerfällt es nicht auf die natürliche Weise in noch mehr Teile. In diesem Prototyp löschen wir das große Objekt also einfach und ersetzen es durch eine Menge winziger kleiner Platzhalter, die als Trümmerfeld fungieren. Was ihr auch seht, ist ein Prototyp dafür, wie ihr diese Teile in euren Laderaum bekommt, nämlich mit einem kleinen Sauger, der diese kleinen Teile greift, sie zum Mahlwerk im Mund der Vulture zieht und sie von dort aus in Ladung umwandelt. Es gibt ein paar kleine Teile, die wir gesehen haben, die offensichtlich nicht künstlerisch gestaltet sind. Und ich möchte die Zuschauer noch einmal daran erinnern, dass wir buchstäblich noch nie etwas in der Prototypenphase gezeigt haben. Also verzeiht mir, wenn ich das noch zwei- oder dreimal wiederhole, bevor wir hier fertig sind. Das ist Designerkunst, nur kleine Teile, um die Art der Masse und Größe des Materials darzustellen, das wir vielleicht verwenden werden. Es ist sogar noch schlimmer, es ist Programmiererkunst. Ja, in der Tat, das ist Programmierer-Äquivalent eines Whitebox-Tests, bei dem ich nicht einmal qualifiziert bin, Whiteboxen zu erstellen. Also klaue ich einfach andere Assets, die ich in der Engine gefunden habe und baue sie zusammen. Das ist es also, was das hier ist. Und natürlich, ohne ein Prototyp zu sein, gibt es keine VFX, keine Explosionen, keine Beams. Nichts von dem, was diesen Übergang verdecken würde, was normalerweise passieren würde, damit man nicht sieht, wie die Teile einfach auftauchen, wie sie es gerade tun. Yes, genau. Yes. In Ordnung, das wurde also auf eurem lokalen Rechner gemacht. Also ihr wisst schon, ihr habt auf eurer Workstation eine lokale Version des PUs hier gemacht. Die nächste Phase, so wie ich es verstehe, ist es, unter PU-Bedingungen zu testen. Und wir werden dieses Video starten, weil dieses Video ein bisschen dauern wird. Sagt mir, was wir hier tun. Ja, ich werde mal erzählen, was wir hier tun, und dann können wir später darüber reden, warum wir das tun. Was wir hier tun, ist, ich möchte einen Worst-Case-Test für die Performance durchführen. Ich füge also ein paar Konsolenbefehle ein, um mehrere verschiedene Landing-Zones gleichzeitig zu laden oder zu streamen, weil ich sonst nur ein Spieler auf einem Server wäre und damit könnte ich den Server nicht belasten. Mit dem Laden von mehreren Landezonen werde ich ihn aber ziemlich ausreizen, indem ich so viele Landezonen lade, wie mir spontan einfallen, bis ich sehe, dass die FPS des Servers merklich sinken. Und erst wenn ich das getan habe, werde ich den eigentlichen Gameplay-Test durchführen.
Mir ist auch aufgefallen, dass du von einer Gladius auf eine 890 Jump umgestiegen bist. Ja, denn wenn ich daran denke, ein großes Objekt im schlimmsten Fall in viele kleine Objekte zu zerlegen, dann möchte ich dafür das größtmögliche Objekt, um so viel wie möglich kleine Objekte zu erhalten. Also ja, 890 Jump ist ein guter Kandidat dafür. Okay, also was tippst du hier? What are you typing here? Oh yeah. Ich tippe nur ein paar Kommentare für die anderen Empfänger dieses Videos ein, da es sich um ein internes Video handelt, in dem Dinge besprochen werden. An internal video for, you know, review. Müsst ihr Konsolenbefehle verwenden, um Notizen für andere zu hinterlassen? Es geht auch anders, aber so ist es am praktischsten. Der Server simuliert also PU-Bedingungen, wobei alle Landezonen auf einmal geladen werden, statt wie sonst nach und nach, sodass es schlimmer ist als normalerweise im PU. Ja, in der Tat. Und wir werden sofort sehen, dass dieses Auseinandernehmen des Schiffes, das wir im Editor so schön gesehen haben, funktioniert. Also, ich habe hier den Server wirklich verärgert, weil all diese Teile auf eine nicht so tolle Art und Weise aufploppen und ich mache einen etwas sarkastischen Kommentar darüber in der Konsole. Es ist wichtig, diese Bedingungen zu schaffen, um diese Dinge nicht nur unter idealen Bedingungen zu testen, nicht nur im idealen Universum eures eigenen Computers oder sogar des PU, wenn es zum ersten Mal geladen wird und niemand drin ist und alles großartig ist. Nein, in der Tat, was ich hier teste, ist schlimmer, als wir es uns jemals wünschen würden. Wir wollen nicht, dass es jemals so schlimm wird, aber wir müssen es testen, weil es so sein könnte. Okay, ich würde sagen, dass die Beams hier anfangen, das Objekt auseinanderzubrechen. Ja, es gäbe hier ein zusätzliches Gameplay, was auch immer fair wäre, aber in der Editor-Version haben wir gesehen, dass sobald das große Stück verschwunden war, all diese winzigen Teile auftauchten. Nun, so wird es in dieser Situation hier nicht funktionieren. Wir werden noch eine ganze Weile warten müssen, bis all diese kleinen Teile auftauchen. Verstehe. Und während wir darauf warten, dass diese Teile hier auftauchen, lass uns darüber sprechen, was wir aus den bisherigen Tests gelernt haben. Also, offensichtlich gibt es ein paar Formen und so, aber es gibt auch einige Auswirkungen auf das Gameplay von dem, was wir gesehen haben. Thorsten, möchtest du uns das erklären? Nun, ich kann über einige Teile sprechen, aus denen wir gelernt haben. Das Beste, was man aus einem Prototyp lernen kann, ist eigentlich alles, was schiefgehen kann. Denn das sind die Dinge, die man dann überarbeiten und das Gameplay oder die technischen Dinge noch besser machen kann. Aus der Gameplay-Perspektive, ich werde also nur über das Gameplay reden und Jacob kann darüber reden, was wir aus der technischen Perspektive gelernt haben. Aus dem Gameplay haben wir gelernt, was es mit großen Schiffen auf sich hat. Zum Beispiel habt ihr gesehen, wie die Vulture versucht hat, sich an die 890 Jump quasi anzuhängen. Das ist eine etwas verrückte Situation und fühlt sich nicht richtig an. Wie wäre es also, wenn die Vulture tatsächlich größere Schiffe manchen könnte? Wie können wir das zu einem interessanten Gameplay machen? Dann hat man im ersten Video gesehen, was passiert, wenn das große Objekt 890 Jump sich in viele kleinere Teile zerlegt. Die Maskierung, die Überdeckung ist also ein großes Thema, das wir lösen müssen, damit es sich richtig anfühlt und man nicht merkt, dass ein Element, in diesem Fall die 890 Jump, verschwindet und ein anderes Element, nämlich viele kleine Teile, auftaucht. Wir müssen das also definitiv überdecken. Was ihr im ersten Teil vielleicht schon gesehen habt, ist die Umwandlung von Materialien. Ich weiß nicht, ob du auf die Füllstationleiste geachtet hast, die im Grunde die SCU-Kisten auf der Rückseite der Vulture füllt. Die füllt sich aktuell drastisch schneller, als sie es normalerweise beim Hull-Scraping tun würde. Das bedeutet, dass es für euch mühsamer wäre zu manchen, weil ihr öfter von eurem Sitz aufstehen, zur Füllstation gehen und die Kisten herausnehmen müsst. Das ist also definitiv ein Problem, das wir dann lösen müssen, denn wir wollen wirklich nicht, dass dieses Gameplay mühsamer ist, als es sein muss. More tedious than it's has to be. So wir müssen also eine Lösung finden, wie wir es für den Spieler viel angenehmer gestalten können, diese Kisten tatsächlich zu entfernen. Und dann ist die Navigation um die Teile herum auch etwas, das uns nicht so viel Spaß macht. Also werden wir wahrscheinlich die Traktorstrahlen dort einsetzen, weil wir sowieso daran arbeiten. Aber vielleicht macht es das für die Spieler viel einfacher, anstatt herumzufliegen und die Teile zwischen die Gabel der Vulture zu bekommen und sie dann zerlegen zu lassen. Sondern man zieht die Teile mit dem Traktorstrahl hinein. Apropos,
Die Gabel der Vulture ist sehr einschränkend, wenn es darum geht, welche Teile dazwischen hineinpassen. Das ist also auch etwas, das wir gelernt haben. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, wie wir es für die Reclaimer ebenso lustig und einzigartig gestalten können. Wir haben also den Prototyp der Vulture angeschaut und die Frage, die sich unser Team am Ende des Prototyps gestellt hat, war, okay, wie können wir die Klaue und die Einzigartigkeit der Reclaimer fördern, um das Gameplay zu erleichtern und dafür zu sorgen, dass es sich abhebt und sinnvoll ist und Spaß macht. General of the Reclaimer to actually facilitate that gameplay and have it stand out and be meaningful and fun. In Ordnung, also eine Menge Gameplay-Implikationen aus diesem kleinen Prototyp. Jacob, was hast du daraus mitgenommen? Ich weiß, was wir wollen, dass Dinge wie die Zeit, die man braucht, um etwas zu zerstören, in einem gewissen Verhältnis zu seiner Größe und Masse stehen. Aber beim ersten Prototyp konnte ich schon sehen, dass ein größeres Objekt länger braucht. Bei der Gladius dauert es schon ein paar Sekunden. Wenn wir das hochskalieren und auch die Zeit proportional zu einem großen Ziel erhöhen wollen, müssen wir uns überlegen, welche Gleichung wir für die Skalierung verwenden, damit man nicht ewig braucht, um etwas zu zerlegen, sondern Minuten. Ich muss darüber nachdenken, wie ich die visuellen Effekte und den Ton einbinden kann, welche Abhängigkeiten ich schaffen muss, um alles abzustimmen. Wo wir gerade beim Beurteilen der Zeit sind, das Entity-System braucht ein bisschen Zeit, um die Objekte und die Trümmer zu spawnen. Wir haben darüber gesprochen, also die Arbeiten laufen im Moment noch. Offensichtlich muss das Entitätssystem noch etwas optimiert werden. Was wir mit Persistent Entity Streaming haben, ist, dass es nicht ganz so schnell ist, Entitäten zu erstellen wie vor PES. Und wir haben alle möglichen großartigen Sachen, die mit PES jetzt möglich sind. Aber das ist eben eine kleine Einschränkung, mit der wir lernen müssen, umzugehen. Aber es zeigt uns, dass Spielideen, die wir vor PES hatten, möglicherweise etwas angepasst werden müssen, um in der Post-PES-Welt, also in der jetzigen Bestands-PES-Welt, effizient zu funktionieren. Da wir gerade davon sprechen, lasst uns zum Video zurückkehren. Ich glaube, wir sind dabei, die Entity Spawns zu bekommen. Und ja, jeden Moment. Ja, los geht's. Ja, jetzt geht's los und dann flackert es ein bisschen, wenn sie reinkommen, aber schließlich sind sie da. Und das zeigt uns, dass diese Leistung im schlimmsten Fall inakzeptabel ist und wir etwas dagegen tun müssen. Wir denken also darüber nach, wie können wir unseren Ansatz ändern? Wie können wir das, was wir haben, optimieren? Wir diskutieren in verschiedene Richtungen, aber das ist eine wichtige Erkenntnis aus diesem Prototyp, denn wenn es anders gelaufen wäre, wenn wir das ausprobiert hätten und das Stück in nur ein paar Sekunden oder so aufgetaucht wäre, dann hätten wir gewusst, dass dieser Ansatz im Großen und Ganzen wahrscheinlich akzeptabel ist und mit ein bisschen Optimierung funktionieren würde. Aber das ist nicht der Fall. Es hat Minuten gedauert, bis durch PES das Material ankam. Und das bedeutet, dass wir noch einmal ernsthaft darüber nachdenken müssen, wie wir das Ganze angehen wollen. Die Vision und die im Grunde genommen von den Directors festgelegten Akzeptanzkriterien sind somit noch nicht erreicht. Diese müssen also noch erfüllt werden. Und auch die allgemeine Vision, die wir als Team für das Gameplay definiert haben, ist bereits in Stein gemeißelt, weil wir uns alle darauf geeinigt haben. Aber wie sich das eigentliche Gameplay dann spielt und anfühlt, das wird immer noch durch den Prototyp beeinflusst. Ein Prototyp wie dieser ist wirklich perfekt, um frühzeitig einzugreifen und sicherzustellen, dass alle Kriterien erfüllt sind und wir ein besseres Gameplay daraus machen können. Ich denke, wir haben alle den Wunsch und die Verantwortung, diese Dinge so oft und so früh unter so viel Zwang wie möglich zu testen, während wir daran arbeiten, das PU zu stabilisieren und es in einer Zukunft zu einer angenehmeren Erfahrung zu machen. Also, Thorsten, Jacob, danke. Danke, dass ihr heute bei uns wart. Thorsten, Jacob, thank you. Thank you for hanging out with us today. Thank you very much. Danke dir. Bye-bye. Bye-bye. So, what we learned this week? So, was haben wir also gelernt, fragt Jared wie immer zum Abschluss seiner Sendung. Nun, wir haben gelernt, dass Prototyping nicht wirklich nach viel aussieht, aber es ist ein wichtiger Schritt, um das Design und die Leistung zu testen, bevor die Artists, also die Künstler und Grafiker und die anderen Entwickler
ihr Ding machen. Dass es genauso wichtig ist, gute Ideen und gute Wege zu testen, wie es ist, Entwickler zu ermutigen, einen anderen Weg zum Erfolg zu suchen. Und dass es wichtig ist, nicht nur die Features und Inhalte weiter zu verfeinern, sondern auch die Art und Weise, wie wir diese Dinge immer früher und unter großem Zwang testen. Ja, das war für Inside Star Citizen Jared Huckabee. Und nächste Woche, diese Woche, geht's dann mit dem Inside Star Citizen weiter. Ich bin schon auf die nächste Sendung gespannt. Ja, sehr, sehr interessant. Persistent Entity Streaming ist ein großer Blocking Point hinsichtlich des Spawnens von Entitäten. Das wussten wir schon, aber es war nicht klar, dass das ein Problem sein wird, was sie offensichtlich entweder nicht oder nicht so schnell unter Kontrolle kriegen. Die Performance des Persistent Entity Streaming Systems ist ein großes Problem. Wer sich jetzt von euch fragt, was ist denn das jetzt, das Persistent Entity Streaming System? Das könnte doch der Astro hier mal kurz erklären. Das habe ich gerade erklärt in zwei umfangreichen Tech-Videos. Und den Link zum Video, in dem ich das Persistent Entity Streaming System vorstelle und erkläre, da klickt ihr jetzt auf den Link hier rechts oben drauf oder ihr packt euch das in eure Watchlist und guckt jetzt dieses Video weiter. Also sehr, sehr spannend. Prototypisierung, die Herausforderungen, die damit einhergehen und auch neue Erkenntnisse, die entstehen durch neue Technologien, die notwendig sind, um die große Vision erreichen zu können, realisieren zu können, aber eben auch die neuen Hürden, die damit entstehen, die gelöst werden müssen, irgendwie ins Gameplay integriert werden müssen und was auch bedeutet, dass andere Gameplay-Elemente vielleicht nochmal angefasst und dann angepasst werden müssen. Hinsichtlich des PES-Systems. Ganz, ganz interessant. Gut, ihr Lieben, dann machen wir jetzt einen kleinen Break in Form eines Käffchen-Intros und dann setzen wir uns nochmal gemütlich zusammen und plaudern ein wenig. So. Ja. Wo fange ich an? Also, ich hatte einen Fahrradunfall. Aber falls euch das interessiert, also es geht mir inzwischen wieder den Umständen entsprechend gut. Das mit dem Sprechen ist noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Gerade die Konsonanten, das fällt mir schwer, da muss ich noch üben, dass ich da wieder einfach mehr Sicherheit kriege im Sprechen und die nicht verschlucke, weil bisher war das halt ein Automatismus und jetzt ist, es geht inzwischen schon besser. Zu Beginn der Zeit war es so, dass meine rechte Gesichtshälfte komplett gelähmt war. Da geht schon wieder ein bisschen was, auch wenn es immer noch etwas schief aussieht. Also scheinbar regenerieren sich die Nerven dort wieder. Aber es ist immer noch eingeschränkt und das sorgt eben dafür, dass ich mich nochmal umso mehr konzentrieren muss beim Sprechen und eigentlich noch deutlicher sprechen, was dann aber wieder dazu führt, dass es sich teilweise unnatürlich anhört. Ich hoffe einfach, dass sich das im Laufe der nächsten Wochen, wenn ich jetzt auch wieder sprechen übe und regelmäßig Übungen dann hier mache, dass sich das wieder einläuft, so einspricht sozusagen. aber schon die Wochen und vielleicht auch 2-3 Monate vor diesem Fahrradsturz war ich extrem nicht nur unzufrieden, sondern ich war wirklich, wirklich wütend. So, ich habe so eine innerliche Wut auf CRG gehabt, auf diesen ganzen Scheiß, den sie uns präsentieren, auf die langsame Entwicklung. Und das war so intensiv,
dass ich wirklich und ernsthaft kurz davor war, alles hinzuschmeißen und zu löschen, weil ich einfach nur noch sauer war. Ich kann das gar nicht so richtig in Worte fassen, wie wütend ich gewesen bin. Das hat sich so eingebrannt, reingebrannt bei mir. Und dann, wie gesagt, hatte ich jetzt eine erzwungene, verlängerte Auszeit und sehr viel Zeit nachzudenken. Dann kam die Nachricht, dass CIG Turbulent jetzt komplett gekauft hat. Und über die, ja, meine Reflexion über dieses Thema, über meine Gefühlswelt, über diese Situation, die hier entstanden ist, habe ich verstanden, dass diese Wut und dieser Frust oder auch diese Ohnmacht gar nicht bei oder nicht zwingend bei CRG zu suchen ist, sondern vielmehr bei mir. Denn was ich erlebt habe, ist quasi, weil ich ja auch durchaus ein sehr emotionaler Mensch bin und auch gerne mal durch die Decke gehen kann. Der Psychshot kann da ein Lied von singen, wenn wir mal wieder in eine emotionale Diskussion eingestiegen sind, wir zwei. Dass bei mir gerade dieser Prozess des Loslassens stattfindet. Worauf will ich hinaus? Also, ich habe das schon mal durchlebt, und zwar als ich hier in Hamburg in der IT-Branche gestartet bin. Da bin ich in ein IT-Unternehmen gekommen. Das war damals 30, 35 Mann klein. Und das war eine total aufregende und spannende Zeit. Das war Ende der 90er, Anfang der 2000er, also kurz vor dem Platzen der großen IT-Blase, wer von euch das noch mitbekommen hat. Und es herrschte einfach die totale Aufbruchsstimmung und die Erfolge, die kamen alle von selbst, und jeder war enthusiastisch und alles, was man angefasst hat, wurde irgendwie zum Erfolg, und die Leute waren nachts da, am Wochenende da. Es herrschte eigentlich immer irgendwie gute Stimmung und man war viel lieber im Büro mit den Kollegen, als dass man irgendwo seine Freizeit gestaltet hat. Also Arbeiten war quasi Freizeit, und es war einfach eine tolle Goldgräberstimmung und eine tolle Zeit. Dann sind wir gewachsen, und bei uns war es jetzt der Fall, im Gegensatz zu CIG, wir sind rasant gewachsen, also wir sind in relativ kurzer Zeit dann dreistellig gewesen, und man hat da schon gemerkt, dass wir einfach mehr Prozesse jetzt bekommen haben und mehr Vorgaben, die eingehalten werden müssen, und Prozesshandbücher, die geschrieben werden. Und da habe ich schon gedacht, boah, muss das jetzt sein, und war ein bisschen genervt und so, aber habe das noch akzeptiert. Dann sind wir aufgrund des Platzens der IT-Blase einfach in unruhige Gewässer gekommen und wurden dann von einem Unternehmen aufgefangen, aka gekauft, was schon weitaus größer war zu dem damaligen Zeitpunkt. Nagelt mich nicht fest, ich würde sagen 2000 Mitarbeiter. Naja, und plötzlich habe ich gedacht, boah, die sind alle verrückt geworden hier. Wie machen die denn überhaupt noch Geschäfte? Die sind ja nur dabei, sich an Prozessen zu orientieren. Das ist doch total bekloppt. Und es war aber trotzdem immer noch so, es war ein großes Unternehmen, viele neue Kollegen. Ich habe mich dann da zurechtgewuselt und habe mich dann auch nach dem mein Frust und mein Entsetzen sich gelegt hatte, mich da zurechtgefunden. Und ja, der nächste Schritt war dann, nachdem ich mich damit abgefunden hatte, dass ich einen großen deutschen Autobauer kennengelernt habe im Aspekten der IT, und habe dann die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, wieder mal, nur noch viel heftiger, und habe gedacht, die sind doch alle bekloppt. Wie können die hier überhaupt Umsätze tätigen? Das ist doch Wahnsinn. Die sind ja nur noch prozessorientiert unterwegs. Es ist also, und die ganzen Quality Gates, die ganzen Qualitätssicherungsmaßnahmen und Schulungen, und noch und nöcher. Das ist ja der totale Wahnsinn. Und zu dem damaligen Zeitpunkt dachte ich, schlimmer geht's nicht mehr. Dann
sind wir gekauft. Also wir als IT-Bereich sind quasi rausgelöst worden und sind verkauft worden an ein noch größeres Unternehmen, an ein viel größeres Unternehmen. Und dann bin ich diesen Reigen nochmal durchlaufen und habe gedacht, so schlimmer geht's nicht mehr. Und ich kenne inzwischen aber auch Kollegen, die für Bundesbehörden arbeiten, die mir gesagt haben, es geht noch schlimmer. Und weshalb erzähle ich euch das? Ein nicht unerheblicher Teil von uns, der Star Citizen Community, sind genau unter diesen Aspekten der Aufbruchstimmung, dieses großen Enthusiasmus einfach in die Entwicklung von Star Citizen gestartet. Und wir haben alle, sowohl CRG als auch wir haben alle Träume geträumt. Und CRG hatte über viele Jahre auch dieses Bedürfnis und auch überhaupt keine Hemmnisse, uns alles zu erzählen, was sie da machen. Und das war großartig. Und das ist ja auch etwas, wo ich dann meine YouTuber-Wurzeln habe, indem ich mir gesagt habe, das ist ja klasse, was sie uns erzählen, aber das versteht doch überhaupt keine Sau, wenn die nicht irgendwie IT-Developer ist, da gearbeitet hat oder wie auch immer. Und dann habe ich ja angefangen, eben das zu erklären, was sie uns dort versuchen zu vermitteln. So, CRG ist aber gerade in den letzten 2, 3, 4 Jahren erwachsen geworden. Und jetzt wachsen sie einfach sprunghaft weiter. Sie haben jetzt weit über 1000 Mitarbeiter. 1100 stand, glaube ich, in der Nachricht hier vom 13. Juli, als sie verkündet haben, dass sie Turbulent gekauft haben, beziehungsweise sie haben es netter formuliert. Turbulent schließt sich Cloud Imperium Games an. Also da haben sie das Pferd von hinten aufgezäumt. Aber eigentlich haben sie Turbulent gekauft. Naja, und was passiert ist jetzt eigentlich, ich erlebe oder wir erleben das Ende dieser enthusiastischen Zeit, wo wir mit Informationen überschüttet worden sind. Die bei Cloud Imperium Games sind jetzt in der Pflicht, Prozesshandbücher zu schreiben. All das, was ich so extrem hasse, aber was einfach notwendig ist, um so einen großen Tanker einfach dann auch steuern zu können mit weltweiten Büros. Und die werden jetzt einfach auch definieren, was sie kommunizieren dürfen, was sie wollen, was sie dürfen und was sie nicht kommunizieren dürfen. Und ich vermute auch, bevor irgendein Video online geht, wird das durch irgendwelche Qualitätssicherungshände gehen inzwischen, die dann sagen, nee, das geht so nicht, das muss raus oder das muss umgebaut werden oder wie auch immer. Und daher habe ich so für mich verstanden, rührte auch mein extrem großer Frust. Ich möchte dieses Festhalten an der alten Zeit, dieses nicht loslassen wollen, dieses vielleicht auch nachtrauern und das noch nicht wahrhaben wollen, das nicht akzeptieren des Umstandes, dass es jetzt andere Wege gehen wird. Und das wird sich auch nicht mehr ändern, egal wie sehr ich jetzt rumschreie, rumwettere, wütend bin oder so, weil CRG ist eben keine 35-Mann-Bude mehr und keine 100, keine 200-Mann-Bude, sondern es ist ein 1000-Mann-Unternehmen. 1000 Mann und Frau, Entschuldigung. Also 1000 Menschen arbeiten dort in dem Unternehmen und das ist nicht unerheblich. Und die werden weiter wachsen, da gehe ich fest von aus. Die werden ihren Hauptumsatz auch nicht zukünftig nicht mehr ausschließlich durch den Verkauf oder ja, durch die Star Citizen-Umsätze einfahren oder durch den Verkauf von Squadron 42, sondern da wird es eben ganz andere Umsatzträger in diesem CRG-Ökosystem geben. Das wurde ja auch schon häufig erwähnt, dass sie selber als Publisher sich aufstellen, auch unternehmensfremde Spiele veröffentlichen, dass sie ihre eigene Engine vielleicht lizenzieren. Man weiß es nicht, diese ganzen Tools, die sie entwickelt haben, dass sie lizenzieren werden. Ich weiß nicht, was es noch für Möglichkeiten gibt, dort Geld einzunehmen, aber da sind mit Sicherheit sehr viele schlaue strategische Köpfe dabei, dieses Unternehmen weiterzuentwickeln und aufzusetzen. Und einer dieser sehr absehbaren und sehr logischen Schritte war es,
turbulent komplett zu schlucken, wie man dann eher böse sagt, also in die Unternehmensgruppe reinzuholen. CRG hatte sowieso schon 25% von Turbulent inne. Ich meine, dass es 25% waren, bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, aber eben eine Minderheitsbeteiligung, die durchaus schon signifikant war, aber eben noch nicht so, dass sie hätten verhindern können, dass Turbulent von einem anderen Unternehmen gekauft werden könnte. Und das war ein, würde ich sagen, ein großes Damoklesschwert, denn Turbulent, man könnte jetzt ja böse sagen, wieso, die haben doch nur die Webseite entwickelt. Die haben sich ja auch weiterentwickelt und die haben inzwischen ein ganz massives technisches Know-how. Soweit ich weiß, haben die das komplette Persistent Entity Streaming, über das wir gerade gesprochen haben, haben die entwickelt. Die sind an dieser Server-Meshing-Technologie mit beteiligt. Die haben das ganze Montreal-Studio, die sind ja dabei, die kompletten Welten zu entwickeln für Star Citizen. Und wenn dort plötzlich eine Ubisoft oder EA ankommt und sagt, oh, Turbulent, das ist ja ein spannendes Unternehmen geworden, das kaufen wir mal, dann hätte Cloud Imperium Games massive Probleme gehabt mit dem entsprechenden Know-how-Abfluss, den sie da plötzlich gehabt hätten. Und möglicherweise auch, ich weiß es nicht, Geschäftsgeheimnisse dürfen sie nicht weitergeben, aber einfach diese technologischen Kompetenzen, da wären sie Gefahr gelaufen, dass sie einfach sich einen Wettbewerb geschaffen hätten, den sie bisher nicht hatten. Und deswegen ist es einfach, wie Helmut Kohl sagte, es ist richtig und wichtig, dass wir diesen Schritt getan haben. Also, dass Turbulent sich Cloud Imperium Games angeschlossen hat, nein, dass Cloud Imperium Games Turbulent gekauft hat, das war wichtig. Und das war, es ist gut, dass sie das getan haben. Und dass sie jetzt die Sicherheit haben, dass der Know-how-Abfluss, also es wird immer eine Fluktuation geben, es wird immer Leute geben, die gehen, es wird immer Leute, die kommen, aber wenn ein ganzes Unternehmen plötzlich weg gewesen wäre, das wäre ein bisschen unglücklich gewesen für CRG. Und insofern, gute Sache. Und für mich eben auch, ja, ein Zeichen für die kontinuierliche Weiterentwicklung des Unternehmens Cloud Imperium Games. Genau. Kommen wir zurück zu mir, der ich gedanklich dabei war, diese ganze AstroSam-Geschichte über den Haufen zu werfen, weil ich auch nicht mehr wusste, ich habe keine Ahnung, ich hatte die Orientierung verloren, ich wusste nicht mehr, wie es weitergeht und nachdem ich jetzt diesen Fahrradsturz hatte und lange Zeit im Bett gelegen habe und nachdenken konnte, habe ich einfach beschlossen, meine engste Community, nämlich meine Tippi-Community, meine Unterstützer auf Tippi einzuladen zu einem Diskurs und ihnen meine Gedanken einfach zu erklären und dann ein Feedback zu erhalten, was sie von mir erwarten, was die Erwartungshaltung ist, worüber sie sich freuen würden, was sie vielleicht nicht so toll finden. Genau, und diese Runde, die hat stattgefunden. Und ich habe dann gefragt, ja, wie soll es weitergehen? Wir haben einfach eine explodierende Creator-Landschaft. Jeder dieser, keine Ahnung, hunderten deutschen Creator schnappt sich jedes Teil, übersetzt das. Und wo habe ich da noch meinen Platz? Also ich sehe es einfach nicht mehr. Und die Antwort war dann, dass sie mich unterstützen, auch eben finanziell unterstützen, weil ich mehr mache als nur das reine Übersetzen, sondern weil ich eben wie in diesem Video auch mir einzelne Begriffe rausnehme und die nochmal beleuchte, den Hintergrund betrachte und einfach auch Themen außerhalb dieser CRG-Bubble bespreche, wie eben zum Beispiel die Vertragssituation, die Euler, Terms of Services, was wir jetzt gerade hatten, oder eben auch die Tech-Videos. Das ist das, was man von mir erwartet, worüber man sich freut, warum die Tippi-Community mich da unterstützt. Und das mag für euch jetzt ein Schulterzucken zur Folge haben, weil ihr sagt, ja, das hat doch der Astro schon immer gemacht. So, was ist denn jetzt daran Besonderes? Für mich war das sehr, sehr wichtig, diese Information, weil ich, wie gesagt,
komplett die Orientierung verloren hatte und nicht mehr wusste, wie es jetzt weitergehen soll und was ich überhaupt noch machen soll und ob ich noch da in meiner, mit meinem Format irgendwo eine Relevanz habe. Und genau, also Aussage ist, es wird keine regelmäßigen Übersetzungen geben, sondern einfach dann, wenn ich Lust habe und wenn ich Themen sehe, von denen ich denke, dass sie es wert wären, da mal einen genaueren Blick drauf zu werfen. Also sei es jetzt alle 2-3 Monate mal eine Doku oder mal noch alle 4 Wochen. Das kommt ja auch immer darauf an, was für ein Input von Seiten CRG kommt. Also gerade nach der CitizenCon gibt es ja im Regelfall immer eine ganze Menge zu erzählen. Und dann gibt es wieder Zeiten, wo es eben nicht viel zu erzählen gibt. Und was man sich auch gewünscht hat, sind die Käffchenformate, also das, was ich jetzt gerade mache, ins Mikro plaudern, über bestimmte Themen zu reflektieren, meine eigene Meinung, meine Erlebnisse, meine Gedanken einfach zu erzählen. Das ist Ihnen auch sehr wichtig. Und auch, ich habe dann gefragt, ja, wie ist denn das mit Themen, über die ich schon mal gesprochen habe? Also fachliche Themen, die, wo ich dann normalerweise sage, hier ist das Video, guckt euch das nochmal an. Und da haben sie gesagt, nee, das wäre schon ganz schön, gerade wenn so ein Thema 3, 4, 5 Jahre alt ist. Da sind inzwischen neue Unterstützer, neue Citizens auch dazugekommen, die vielleicht von dem einen oder anderen Thema noch nichts gehört haben, aber auch keine Lust haben, sich so ein uralt Video anzugucken. Da wäre es schön, wenn ich das in einen aktualisierten Kontext bringe, nochmal überarbeite, unter den vielleicht neu hinzugekommenen Aspekten betrachte und dann nochmal im Rahmen eines Videos aufarbeite. Also auch das wird es geben. Ja, neben eben dann doch jetzt auch wieder regelmäßigen Tipi-Community-Treffen. Das habe ich ein bisschen schleifen lassen, die letzten 2 Jahre bestimmt. Genau, das machen wir auch. Also insofern, ja, es geht jetzt weiter, startend heute mit diesem Video und auch eine Erkenntnis, dass ich, ich habe eine Kanalanalyse gefahren und habe festgestellt, dass ich eigentlich jedes Jahr im Frühjahr so eine Downphase habe und darauf habe ich bisher dann immer reagiert. Zukünftig habe ich mir vorgenommen, also jetzt für nächstes Jahr, dass ich dann eher proaktiv sage, so ab Mai, Juni, Juli, werde ich einfach eine Pause machen. Eine Star Citizen Pause. Und da werde ich einfach Spiele spielen, zu denen ich gerade Bock habe. Ich habe zuletzt jetzt gerade Planet Crafter gespielt. Was für ein Zeitfresser. Aber wenn man Bock hat auf ja, langsames, grinding-lastiges Exploring-Gameplay und nicht allzu viel Wert auf jetzt die tolle Grafik legt, dann ist das ein fantastisches Spiel. Da habe ich unendlich viele Stunden drin versenkt. Planet Crafter und Jack the Lions 3 habe ich gespielt und Diablo 4 habe ich gespielt. Genau, es waren alles, war eine schöne Zeit und hat Spaß gemacht. Und jetzt habe ich so nach dieser Pause auch wieder Lust und Interesse dran, mich ein bisschen mehr mit Star Citizen zu beschäftigen und dem, was da auf uns zukommen wird. Genau. Ich bin ein bisschen durch Spektrum noch gestöbert, um zu sehen, über was ich sprechen kann, aber ich möchte dieses Video jetzt auch nicht zu sehr stressen. Ich denke, wir haben viele Themen jetzt schon abgefrühstückt. Was mich noch umtreibt, sind die Master Modes. Es ist echt mal wieder nicht zu begreifen. Diese Master Modes, die sind noch nicht mal veröffentlicht und es gibt eine riesen Diskussion, wie scheiße das ist und wie man doch alles besser machen könnte und Vorschläge hier und Diskussionen dort. Und ich denke so, Leute, lasst doch CRG das erstmal veröffentlichen, bevor ihr anfangt, das auseinanderzunehmen. Boah, ey, was ist denn das? Also, die Master Modes, es ist ja quasi das neue Flugmodell. Da soll es zukünftig 2 Hauptmodi geben, nämlich einmal den Standardmodus. Das ist dann quasi der Kampf- und Nahverkehrsmodus, in dem dann auch die Schilde und die Waffen und so weiter funktionieren. Und dann gibt es den Reisemodus, den Quantum-Modus, bei dem die Energieversorgung in die Triebwerke, in die Quantum-Triebwerke gelegt wird und daher sich Waffen und Schilde und all die anderen Komponenten, die man für so eine Quantumreise nicht benötigt, dann eben heruntergefahren werden. Und vermutlich wird es auch noch einen dritten Modus geben für Rennen. Und das wird sicherlich eine komplett drastische Umstellung
geben für uns Spieler, aber CRG ist ja schon sehr, sehr lange am Testen und am Probieren, was das optimale Flugmodell wäre für Star Citizen. Und dabei gehen sie jetzt so einen Grenzpfad, sag ich mal. Denn sie sagen ja auf der einen Seite, sie wollen ein hyperrealistisches Spielerlebnis haben. Das ist ja uns allen bekannt. Also alles soll Auswirkungen haben, neben dem üblichen Hunger, Durst und gebrochenen Armen, Beinen und Blutungen. Und alles zielt eben darauf ab, dass man verantwortungsvoll handelt, dass man sich seine Schritte überlegt, dass man auf seine Ausrüstung achtet, dass man auf die Wartung seiner Raumschiffe achtet und dass man sich überlegt, ob ich dann nicht doch einen Geleitschutz mitnehme, anstatt eben mit einer High-C alleine durch die Gegend zu gondeln und darauf hoffe, das große Geld zu machen und darauf hoffe, dass ich eben nicht von Piraten angegriffen werde. Und genau, dass ja, ich mich auch um mein Schiff kümmere, dass es eben nicht immer aussieht wie frisch aus der Produktion. Auf der anderen Seite sagen sie aber auch, das hat Yogi Klett, glaube ich, gerade war es geschrieben, dass sie das visuelle Spielerlebnis in den Vordergrund stellen und dafür den Realismus nach hinten stellen. Und der Yugi hat geschrieben, dass sie davon ausgehen, 930 Jahre in der Zukunft, dass Raumschiffe dort oder Raumschlachten, eventuelle Raumschlachten über große Distanzen geführt werden. Und er hat dort The Expanse, also die Bücherreihe, angeführt, weniger die Filmreihe, mehr die Bücherreihe. Hat dort gesagt, dass das genau dort beschrieben wird, wie diese Kämpfe über lange, über weite Entfernung geführt werden. Aber das ist nicht das, was sie für Star Citizen wollen. Da wollen sie eher das unrealistische Gefühl, nämlich sie wollen dieses Zweite Weltkriegs-Dogfighting-Gefühl und auch kein Lanzenreiten, sondern dass es eine Mischung ist aus dem visuellen Erlebnis, dass man die Raumschiffe eben auch sieht, aber dass es auch nicht wieder zu diesem Lanzenreiten führt, dass also derjenige gewinnt, der auf die Entfernung die größte Firepower und die dicksten Schilde hat. Das wollen sie auch nicht, sondern es sollen dann eben die Skills entscheiden. Und das alles wollen sie jetzt eben erschlagen mit diesen neuen Master Modes. Und da haben sie ursprünglich gesagt, dass diese neuen Master Modes erst mit Squadron 42 kommen. Und sie wollen eben nicht mehr, dass die Community anfängt rumzujammern und vorher schon erzählt, wie schlecht alles ist, bevor das fertig entwickelt ist. Also das typische Beispiel waren ja auch dieser Hover-Modus, den ich persönlich sehr, sehr toll fand. Aber es gab einen Teil in der Community, die fanden das ganz schrecklich, warum auch immer, weil sie damit nicht klargekommen sind. Und dann hat CRG das wieder rückgängig gemacht, was ich sehr, sehr schade finde. Wie gesagt, ich fand den Hover-Mode sehr cool. Und jetzt haben wir also diese Master-Modes. Und die Master-Modes, die sind ein wenig im Evocati-Umfeld getestet worden und es ist ein riesen Aufschrei im Spektrum. Unglaublich. Wo ich mich frage, Leute, lasst doch CRG das erstmal veröffentlichen. Sie haben sich jetzt entschieden, es nicht erst in Squadron 42 zu veröffentlichen, was auch Sinn macht, denn sie haben ja überhaupt nicht die Testbasis. Sie müssen ja wirklich auch einfach mal gucken, was habe ich da entwickelt, wie funktioniert das, sondern es ist anzunehmen, da gibt es ja Creator, die behaupten Gegenteiliges, die sagen, oh, mit 320 kommen die Master Modes und alles wird sich verändern. Ja, jetzt mal ein bisschen ruhig mit den Pferden, mit den kleinen Pferden. Also, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, ist es so, dass die Master Modes, wenn sie denn mit Alpha 320 überhaupt released werden, also dann kommen sie nur für den Arena Commander und nicht ins PU und sind dort im Arena Commander auch optional. Also man kann damit fliegen, aber man muss es nicht. Und es geht alles unter dem unter der Überschrift Test und Entwicklung. Also, ob das jetzt eine eingeschränkte Gruppe sein wird, die diese Master Modes testen, ob es alle sein werden, die dann aber eben im Arena Commander sagen können, ich probiere das mal aus und so CRG Feedback geben, das ist, soweit ich informiert bin, eben noch alles offen. Und ich bin jetzt erstmal gespannt. Ich finde es sehr, sehr interessant, was CRG hier versucht hinzukriegen. Und das alles sieht ja auch darauf hin ab, dass die Komponenten, das Komponenten-Gameplay einfach jetzt auch eine signifikante Relevanz erhält.
Und dieses neue Quantum-Travel-Modell finde ich auch sehr spannend, dass man nicht mehr nur noch von A nach B fliegt und sonst einfach nichts passiert, sondern dass man auch hier navigieren muss, dass man seine Energie eben auch regeln muss. Ich finde das alles sehr, sehr interessant und würde vorschlagen, lass uns das doch erstmal auf uns zukommen, bevor wir anfangen, im Spektrum wieder rumzuragen und Alternativvorschläge zu machen für etwas, was noch gar nicht realisiert worden ist. Also, wie gesagt, ich finde das alles ein bisschen zu verfrüht, um es jetzt schon so hart zu kritisieren. Genau. Gut, ihr Lieben. Damit mache ich jetzt erstmal Schluss mit diesem Video. Es soll ja dann auch mal released werden, bevor das Thema völlig veraltet ist. Und hoffe, dass ihr jetzt erstmal viel Freude hattet und auch vielleicht einige neue Erkenntnisse mit diesem Video. Solltet ihr noch mehr Star Citizen und vor allen Dingen regelmäßiger Star Citizen haben wollen, dann auf jeden Fall den PsychShot mal angucken auf twitch.tv/PsychShot. Der war eine ganze Zeit lang eher unregelmäßig aktiv und ist jetzt die letzten Wochen ganz, ganz, ganz regelmäßig. Guckt mal auf euren Streamplan. Ich glaube, diese Woche ist der wirklich jeden Tag immer von 9 bis 14 Uhr online, außer am Freitag. Und der macht im Moment ganz viele schreckliche Dinge. Der macht nämlich PvP-Events. Und zwar ist es also so, dass er nicht nur das PvP-Gameplay im Spiel sucht als Pirat oder Assassin, Kopfgeldjäger, sondern dass er sich auch misst mit anderen Spielern oder auch mit anderen Creatern und dort Sniper-PvP-Events veranstaltet und einfach so ein bisschen auch die Challenge sucht zu anderen Streamern, mit denen er dann gemeinsam das ausfechtet, wer hier der Bessere ist. Und auf jeden Fall ganz, ganz spannend, mal eine völlig neue Überlegung, sich mit anderen Spielern und anderen Streamern offiziell zu challengen. Also nicht, dass ihr denkt, jetzt kommt wieder das große böse Griefing. Nein, alles offiziell und wie gesagt, alles abgesprochen und alles in so einer Art Wettbewerbsatmosphäre. Ansonsten, ist PsychShot eben schon von Anfang an dabei mit Herz und Leidenschaft. Hat ein tiefgreifendes Star Citizen-Wissen und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr neu dabei seid, wenn ihr was über technische Hintergründe wissen wollt, dann seid ihr da auf jeden Fall immer an der richtigen Adresse. Ja, und wenn PsychShot aufgehört hat zu streamen, dann könnt ihr nachmittags, abends meistens dann gleich übergangslos zu Faxi rübergehen, zum guten Stefan auf twitch.tv/Faxi. Da könnt ihr insbesondere montagabends hat er seine Q&A Open Talk Runden, da könnt ihr eure Fragen stellen und am Donnerstag macht er immer Schiffstalks und guckt sich alle Schiffe an, also nicht nur die neuen, sondern wenn ihr auch sagt, Mensch, was ist eigentlich jetzt der Unterschied von der Hull C zur Hull E und was gibt es denn noch so für Schiffe, die noch gar nicht released sind? All diese Fragen und viel mehr könnt ihr dann am Donnerstag beantworten, ansonsten macht er eben doch immer entsprechende Streaming-Runden, nicht nur für Star Citizen. Er hat jetzt auch, Diablo 4 gespielt und guckt sich auch immer mal andere Spiele an oder macht irgendwelche 60-Stunden-Streaming-Events. Und er ist auf der Gamescom und auf den Bar Citizens, die flankierend zur Gamescom stattfinden, dort live vor Ort und macht Videos und streamt und dort könnt ihr Faxi dann eben auch live treffen. Also entweder www oder sagen wir mal so, vormittags www.twitch.tv/PsychShot und dann nachmittags rüber zu Faxi in den Stream auf twitch.tv/Faxi. Da seid ihr immer an der richtigen Adresse und 24/7 rundum gut versorgt. Und ansonsten guckt eben alle 4 Wochen mal bei mir vorbei und lasst ein Abo da, darüber freue ich mich. Ach ja, und die Verse Night, wenn ihr euch das fragt, ich denke, das wird ab September wieder starten. Wir planen mit Wurzel und mit Sudo und wir werden mal einen wunderbaren Tech-Talk machen. Das steht in der Planung. Sobald das fest ist, gibt es da auch wieder einen Kanal-Trailer. Das findet ihr auf YouTube, nicht auf Twitch, also auf youtube.com/versenight oder auch mehr Informationen auf www.versenight.com.
www.ninjas.net. Den Link binde ich euch in der Videobeschreibung mit ein. So, jetzt aber vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid bei diesem Reboot-Video oder bei diesem Startvideo nach meiner Pause. Freue mich über eure Daumen hochs, über eure Abos, über eure Kommentare und wir hören und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, alles Liebe, alles Gute, viel Spaß. Bis dann. Tschüss.